grüß euch, liebe Freunde bei YouTube und alle Zuschauer jetzt vor den Bildschirmen. Hier ist wieder Uble und das Team mit einem verrückten Adventskalender. Eine verzögerte Ausgabe. Tür Nummer 8 geht auf. Und ihr habt sicherlich auch in den Medien schon gehört, dass dieses Jahr Dschungelcamp ausfallen muss. Die RTL-Show kann nicht stattfinden, aus bekannten Gründen. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr mit der gewonnenen Zeit anfangt oder ob ihr selber vielleicht auf Camp-Modus, Camper-Modus unterwegs seid. Ja, ich denke mal, das Reisen wird dieses Jahr allgemein ein bisschen eingeschränkt sein, auch jetzt in den Weihnachtsferien. Gut, wir öffnen die Tür Nummer 8 und machen das Beste draus. Viel Spaß! An ihn, seit ich 3 years old war. Wenn kam, wurde mir warm ums Herz, obwohl es cold war. Ich said, excuse me, little Kanye. Tür Nummer 8. Auto und Dieb. Servus Uble, an der Tankstelle im Ort hat soeben ein Lieferwagen angehalten. Geh zum Lieferwagen hin und tu so, als wenn du hinten aus dem Laderaum was rausklaust. Also sozusagen einen Diebstahl vortäuschen. Das wird jetzt hier auf der örtlichen Tankstelle, hier in meiner Region, in meiner Ortschaft stattfinden. Ja, der Uble ist jetzt auch schon wieder auf der Lauer und er will natürlich zu einer besonders entspannten Uhrzeit um die Mittagszeit rum zuschlagen. Jetzt schleicht er sich auch bereits an den genannten Lieferwagen an und das wird jetzt hier auch schon die dritte Autoaufgabe in der laufenden Staffel. Mal schauen, ob es gelingt. Toi, 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 er soll einen Diebstahl vortäuschen. Ja, das kann ja heiter werden. Hey, was wird denn das? Hast du da dein Auto verloren? Nein, ich warte auf das, der kommt da an die Hände fahren. Soll ich jetzt Taschenkontrolle machen, oder? Nein, brauchst du nicht. Ich bin Nico. Wie heißt du? Ich soll jetzt Sozialstunde bei dir arbeiten. Also... Kann ich helfen? Nee. Immer kannst du dich schleichen. Immer Pause und dann... Ja, aber nicht bei mir im Auto. Ja, ich mache hier Pause. Okay, oder? Also wenn ich beklaut werde, werde ich verpumpt, das sage ich dir, gell? Nein, ich habe mir nichts geklaut. Ich habe mich direkt selbst. Ist das schlimm? Schau, du kannst gerne gucken. Ich nehme nur was, was ich gebrauchen kann. Ich setze mich heute in dein Wohnzimmer rein. Ich setze mich auch nicht in dein Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer, ich habe kein Zuhause. Ja. Okay. Dann mach ich, mache hier hinten fertig und vorne dann schaffen wir. Nee, du sollst schon wieder woanders stehen, weil da habe ich dich nicht im Auge. Ja, ich weiß nicht mal, wie du heißt. Und? Danke dir. Ich warte jetzt auf meinen Kollegen und dann wir helfen dir, das ist nicht schneller. Ich arbeite an der Gasanlage, ich muss hier konzentriert arbeiten. Schleich dich irgendwo ja, anders. Ja, ich mache Aufsicht, dann kannst du besser arbeiten. Ich mache hier den Lade, du machst. Du sollst dich schleichen! Oh, alles gut, brauchst nicht laut werden, ja? Du regst mich jetzt auf? Ich warte noch auf meinen Kollegen. Ja, aber woanders? Ja, wow, hier ist viel los. Hier ist viel los. Jawohl, soweit die Aufgabe für heute, der Diebstahl. Vortäuschung und wir haben es ja mitbekommen, dass momentan, wenn alle zu Hause sind in der Corona-Krise, immerhin zumindest weniger Einbrüche stattfinden und auch weniger Verkehrsunfälle, weil natürlich die Straßen etwas leerer sind als wie gewohnt. Ich kriege immer wieder Anfragen auf YouTube. Servus Uble, lässt du auf den Lost Place Touren auch manchmal was mitgehen oder steckst da manchmal was ein? Nein, kann ich hier natürlich ehrlich und sicher beantworten. Ich lasse da niemals was mitgehen und habe auch noch nichts eingesteckt. Es ist einfach der Ehrenkodex und den sollte man auch immer im Kopf halten, behalten. Macht man einfach nicht. Fangt sowas gar nicht erst an. Und ich habe auch gar nichts davon. Es sind individuelle Einzelstücke, die haben einen hohen Wiedererkennungswert. Also ich kann zu 100%iger Sicherheit sagen, dass da nichts mitgeht und ist auch nicht geplant. Jo, ihr könnt weiterhin die Videos hier verfolgen, ihr habt es gemerkt, ich habe ein bisschen was mit reingeschnitten aus früheren Jahren, jetzt zum Schluss. Es ist einfach momentan das Problem, dass wenig in der Öffentlichkeit gedreht werden kann mit den Corona-Beschränkungen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wir wollen versuchen trotzdem jetzt die Show einigermaßen sicher und gewohnt
unterhaltungsstark zu Ende zu bringen. Also verfolgt noch die Zeit bis Weihnachten, habt eine gute Adventszeit und bleibt sicher. Servus, ade, bis zum nächsten Mal. Was ist los? Was oder? Nein, ich wollte bloß gucken. Was gucken? Was hier so los ist. Also ich passe ein bisschen auf. Was ist das? Ah, das ist so mein Werkzeug, ne? Schau, dass du schleichst, aber schnell, sonst rufe ich die Polizei. Warum? Jetzt bloß mit der kann ich, also, was ist das? Da kann ich so hier, also zeigen. Was hast du hier? Mein Handy, mein Chef, ne? Also ich hab, ja, ich bin ein bisschen... Schau, dass du Land gewinnst, sonst rufe ich die Polizei. Aber warum Polizei? Ja, schau, dass du wegkommst. Ich habe nichts gemacht, bloß gucken. Ich habe gesehen, was du hast nicht gemacht. Ja, was? Schau, dass du wegkommst. Nee, ist gut. Die Polizisten.